ist jetzt auch mit einer Virusinfektion noch raus. Also es ging eigentlich wirklich nach oben für die Bayern. Und hier Aden Mushidi von ganz weit raus und er passt über Hunter. Trinkieri hat ja gesagt, er muss mal schauen, wie das am besten klappt. Das klappt auf jeden Fall schön mit Giffey und Lucic. Plus ein Big. Das scheint das Beste. Lubit gegen Bryant. Kommt vorbei mit seiner Geschwindigkeit. Es ist jetzt doch ganz klarer Einbahnstraßenbasketball. Bonga jetzt in der Spielmacherrolle. Obst für drei, passt. Mushidi mit 10 Punkten in der ersten Halbzeit. Und einem schweren Abschluss hier gegen Augustin. Obst für drei. Rubit mit dem Sterntaler Rebound. Kann der MBC jetzt im Gegensatz zur ersten Halbzeit die gute Anfangsphase länger fortführen? Die letzten 2%, das ist alles 98%, was er da macht. Jaramaz für drei. Heute nichts beigetragen hat, in der zweiten Halbzeit noch gar nicht gespielt hat und auch in der Saison über schwach war. Dann bist du mit 4 Ausländern, die produzieren, im Abstiegskampf schon relativ, oder die nächste Marke nicht, aber ich bin relativ zuversichtlich, der wird heute noch die 20 knacken. Kerlissen. Reunig. Gut gespielt. Klarer Aktivposten beim MBC. Jetzt defensiv gegen Rubit. Und er macht ihn. Daden gegen Gillespie. Und den macht er. Im BBL-Debüt. Nicht schlecht. Für einen Teenager. Und das ist das, was man von Bellock erwartet und sehen will. Und das ist dann auch der Schlusspunkt dieser Partie. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.